Weiter geht's Richtung Mine. Ich hoffte, weiter geht's Richtung Mine. Hä? Was ist los? Hier. Ich hab gar nicht gesehen, dass es da aufhört. Okay, wo müssen wir jetzt lang? All because of the mine. Because of what they found there. And what they covered up. Also sie haben... There was no one to stop it, Betty. They were alone. That's the real curse of Grauvik. Isolation. Ja, es gibt viele Orte auf der Welt, die isoliert sind. Aber sie haben anscheinend einen archäologischen Fund in der Mine gemacht und ja, dann hätten sie, wenn die dir bekannt gegeben hätten, hätten sie dich weiter nach Eisen schürfen dürfen. Und ja, das wollten sie halt vertuschen, verstecken, damit sie weiter Eisen abbauen können. Das ist schon mal das Geheimnis der Mine. Da ist sie. Da. Aber wieso? Was? Das gucken wir uns gleich an. Schauen wir hier nochmal kurz. Wann hat es hier einen Felssturz gegeben? Und von wo kamen die Felsen? Die auf einmal das hier unterbrochen haben. Na gut, dann schauen wir uns das Schild an. Steht da? Det Hivilda Enselde Over Dettested. This place is cursed. Ridiculous. Okay. Aber, na, steckt halt viel Leid dahinter. Was ist das? Aufheben. Ein Puppen, der Puppenkopf. Ja, sie war hier. Deshalb hatte die Puppe keinen Kopf. Ruth was here the day she fell. Sie wurde wahrscheinlich gejagt. Sie war in der Mine, hat gespielt, dann wurde sie gejagt und ist dann runtergefallen, würde ich vermuten. Something spooked her, and then she ran all the way to the cliff where. You know what happened, Betty? Did you witness it? Gibt es Betty überhaupt? War sie überhaupt hier? Hello? Betty, are you in there? Please answer me. Gott, ich sehe gar nichts mehr. Oh, the forest! Wir haben ein Feuerzeug, was ewig halten wird. Wenn jetzt Galoppel Heinz kommt, dann raste ich aus so. Dann raste ich aus. Da müssen wir uns Giftteile herstellen. Was ist das für ein Geräusch? Achso. Er will uns wieder was zeigen. Aufheben. Noch so ein Draugenzeichen. Oh, Betty. This is. Das ist Mother's Brooch. You always wore this. You wouldn't take it off unless you left it here for a reason. What am I not seeing? Schauen. Jetzt hier denn weiter? Nein. Ich sehe nichts. Oh, Alter. Oh oh. Oh oh. Schiff zu laufen. Lauf, Forest. Oh Gott. Oh Gott. Und auf einmal die ganze Mine. Nur weil wir kurz umgefallen sind. Ich will mich nicht umdrehen.
Okay. Also, der Stein, ne? Edward! Was? Edward! Betty? Elizabeth? Is that... Is that you? Also, der Stein ist irgendwie eingestürzt, aber das Schild, dem geht's gut. Willkommen, Betty. Ist das wirklich Betty? Klettern. Er macht jetzt alles. Runterspringen, klettern, das wird jetzt hier voll Assassin's Creed. I'm here, Betty. It's Edward. It's me. Warum hört sie uns nicht und wir hören sie? I can hear you. Hold on. I'm almost there. Warum? Stay put, Betty. I'm coming for you. Klettern. Edward, where are you? Betty, I'm on my way. Alter. Betty! Jetzt antwortet sie nicht mehr. Elizabeth? Okay, jetzt. Warum antwortet sie uns nicht, verdammt? Sie sagt nur, wo bist du? Das stimmt doch irgendwas nicht. I'm on my way! Don't move, I'm coming Edward, for you! Hurry. Ich lauf. I'm coming, Betty. Ich lauf ja schon. Betty! I'm here, Betty! It's Edward! It's me! Das ist niemals Betty. Von so weit weg können wir sie doch nicht hören. Edward! I'm almost there! Wo ist der? Wo denn? I can hear you! Hold on! I'm almost there! Edward? Just stay put. Wo denn? Stay put, Betty. I'm coming for you. Wo denn? Betty? Edward? Komm mal dahin. Da nicht. Warte auf uns. Aus dem Haus. Wir haben sie in der Mine gehört. Jetzt haben wir sie... Wir haben sie zweimal gehört. Das stimmt hier nicht. Edward, ist das du? Ich bin hier. Danke. Du bist hier. Du bist inside the house. Wo? Isn't that right, Betty? You're finally here. Elizabeth. There you are. Was? Finally. You have no idea how long I've been looking for you. You had me so worried. Look. Your brooch. Mother's brooch. You must have lost it at the mine. Let me put it on for you, Betty. I wouldn't want you to lose it again. Okay, hat seinen Verstand total verloren jetzt. Was zur Hölle? No. She's been dead for 30 years, Edward. Elizabeth was never here. But we didn't come for her. We came for Johann, and Anna, and Frederick, and Simon, and... And Ruth. We're here to tell their stories. No. Elizabeth. She's here. You know Betty died when she was a baby. She drowned in the pond.
Oh mein Gott. And you found her. You were just 11. You carried her to your mother. And your mother... She hated you for that. She could never forgive you for bringing her baby to her. And you could never forgive yourself for what she did after. You always forget this. Because you don't want to be alone. So you bring Betty back. Again. And again. To New York. To Boston. To the house. But always just out of reach. Never quite there. The scent of her. The echo of her. But never really her. All it does is make you lonelier. But the thing is, Edward, you're never alone. You have us. And you'll always have us. Betty's... She was never there for you. She couldn't be. You can't lose us. We're a part of you. Forever. And ever. And ever. But you need to let Betty go now. Die Rechte ist gruselig. There's not room for all of us in there. I couldn't save you, Elizabeth. I'm so sorry. Und wessen Foto ist das dann? Weil das ist kein Baby. Wer ist das? Greta Gaynor. Okay, hat meinen größten Fan. It is as painful to wake from a vision as it is to be born anew. Alter. Errungenschaft freigeschaltet, Tag 6. Errungenschaft freigeschaltet, erwachen. Jetzt sehen die Sachen, ne? Die hat er sich immer so eingebildet, dass die so farbenfroh waren. Und in Wahrheit hat er halt irgendwelche Sachen gefunden. Berühren. Goodbye, Betty. Das ist dann Betty. Aber es hatte sich ja schon da angedeutet, wo er dachte, sie wäre auf eine, vor 2 Jahren da gewesen, war sie aber nicht. Und jetzt schauen wir nochmal in den Spiegel. Hat sich nichts verändert. Okay. Are you here, Lissy? No need to shout. Sie ist da, okay. Okay. Auch wenn sie nur in der Einbildung da ist, für ihn ist sie ein Trost. Okay, sie ist draußen. Raus. Ja. Had your noodle juice yet? I might be weaned off the stuff. Boo. Don't lose your taste for tea, old fruit. It keeps you human. Wer bist du, Alice? We have unfinished business. We do? The final piece of the puzzle. Ruth. Come on. Let's go back to where it started. Okay. We have an appointment with a ghost. Alles klar. Diesmal kommst du mit uns mit und rennst nicht. Oh, das ist lieb. Komm mal mit dir. Lissy. Hm? Nothing. Such an amazing view, isn't it? And the air. Das stimmt. Außer wenn man jetzt runter guckt. That sure is something. What did you want to show me? Come sit down. Okay.
Why did we come here, Teddy? To Grovik. Well. Some places have gravity. What are you saying? Gravewick's gravity pulled us across the Atlantic Ocean? Grovik. No. I'm not saying that. That's irrational. But you believe it, don't you? That we were summoned to tell their story. The letter to Frederick. The one you found in his safe. From Boston. I may have overheard a conversation somewhere. Paid it no attention, but the name stuck. And Betty... And I spun a story around it that put us on this path. Do you really believe that? I mean, how often are you around people? Naja. Ihr war ja zumindest auf einer Fähre, da waren ja alle Leute. To find my sister. But Betty's not. She was never here. It doesn't make sense. I'm a man of science. I don't know what to believe. And yet, here we are. All three of us. Is this what you wanted to show me? I wanted to be close to her. Do you believe in ghosts, Edward? You know I don't. Well, you've been chasing one for years. Yeah. It's different. What about me? Us. You're not ghosts, you're alive. Fair enough. So what really happened to Ruth? Ich denke, es war ein Unfall. Sie wurde aus der Mine gejagt. Sieht halt auch so aus, als ob sie... Obwohl, warum sollte sie von hier runterfallen? Also, weil das ist schon ein bisschen abseits vom Weg, ne? Wenn sie jetzt, genau, die Mine ist jetzt dahinten, also wie in die Richtung, wo wir gucken. Und wenn sie von hier zur Farm, wäre sie ja dann gelaufen. Ich glaube, sie wurde hier in die Enge getrieben und hat quasi dann, ist es eine Art von Mord. Vielleicht wollte er sie nicht umbringen, derjenige, der sie in die Ecke getrieben hat, aber es ist dann ja doch irgendwie Mord, weil sie ausgerutscht ist und gestorben ist. She was probably murdered. By Simon? Nee. No. I don't believe it was Simon. Then who? Frederick? The hanged man? Ich glaube, der Gehängte. Someone else? Does it matter? Maybe not. So she ran from the mine. And she came here. And then someone pushed her? If only she had wings, like a bluebird, she could have soared away on autumn winds. But why was she killed? Er weiß, dass sie Minen Gefahren bringt und nicht nur Buchstaben. Aha. Schatz. Because she was playing where she shouldn't. The secret the Fretlins had kept for a generation. If people learn the truth, it might tear the community apart. Hat es ja. So she was murdered, and the village was cursed. I hope she's at peace. And with God. Do you think that's where everyone's gone? Er glaubt nicht an das, er schaute in die toten Augen seiner Mutter, er sah die Schusswunde im Schädel seines Vaters und er wusste damals, dass der Himmel eine Lüge ist. Edward glaubt, dass es nach dem Tod nur Dunkelheit gibt, doch Alice hat, so merkwürdig das auch sein mag, ihren eigenen Glauben und es fühlt sich irgendwie grausam an, ihr diesen zu verwehren. Okay, wir wollen mal nett zu Alice sein. Heaven, they're dead. I don't know what that means. Maybe there is more. I can't stop you from hoping. We'll never know what happened to everyone in Grovik. We tried our best. We'll remember them. All of them. Maybe that will give them some peace in the afterlife. Could this be your book, Edward? The one you've been wanting to write?
A story about people who are isolated, left behind by the world. You can give them all a proper ending, with no annoying loose threads. Edward, is that... A boat? But how? Who cares? Let's catch it before it sets out on another adventure. Okay, wir haben unser Boot wieder. I don't understand how this can be. Yeah. Dragon got tired of sailing around in it and brought it back to us. This camp, it must have been the wind. Whatever helps you sleep at night, teddy bear. Ja, aber das ist genau so langsam hier ankommen. The weather's still good. I need my suitcase. So get a wiggle on, old boy. I'm going to say my goodbyes to all the things. I don't think we'll be back. Meet you at the house. My goodness. So fing das an. Righty-ho. No rush. We have all day. Aber wir können hier nichts machen, oder? Nee. Es ist nicht gesichert. Wir kommen gleich wieder und es ist weg. Ja, aber... was ist das denn? Zeichnen. Das nehmen wir mit. Es ist, es scheint mehrere Lösungswege zu geben, ne? Also, vielleicht ändert sich am Ende nicht viel, aber das, was sie, also ihr könnt ihre Gedanken beeinflussen. Also, wir hätten hier nicht Mord nehmen müssen, wir hätten Unfall nehmen können. Zum Beispiel, es gab ja noch andere Sachen, die hätten wir auch jetzt nehmen können. Aber gut, wir spielen jetzt nur diesen einen Weg, weil es soll sich ja auch noch, also falls euch das Spiel gefällt, dann holt es euch, dann könnt ihr die anderen Wege ausprobieren, also ob die was verändern, wie sie was verändern und so weiter. Ja. Ist das unsere letzte Zeichnung gewesen? Wunderschön. Aber was ist hier? Sitzen. Okay, nee. Da haben wir schon gezeichnet. Steinkreis. Ein Mini Stonehenge. Also scheinbar ist diese Stadt echt und jeder Einzelne hier ist tot. Oder verschwunden. Okay, wo haben wir denn unseren Koffer? Hier, ne? Hallo! Come on, Teddy. Pack your things. Wo sind die? I'll meet you by the boat. Do you never sit still? Don't be a wet blanket. Let's make like the wind and get out of here. Ja, ich mag's, wenn sie so frech ist. Das ist viel besser, als wenn sie so gemein zu uns ist. Und wenn diese gruselige alte Tante da noch mit dabei ist. Ist das ein Bild von... Ja, das ist Anne. Die tote Anne. Packen. Aufheben. Was will er denn aufheben? Die Traugenbrosche. Okay. Schauen wir noch einmal? Oder sollte man nach dem Packen einmal in den Spiegel gucken? Wir schauen gleich nochmal. Packen. Ja, nee, das lassen wir hier. Er hat also wahrscheinlich irgendwo eine Geschichte aufgeschnappt und dann in seinem Kopf, weil er einfach nicht alleine sein will, daraus eine Geschichte um Betty gemacht. Und jetzt können wir da auch nicht mal reingucken. Okay, wir haben hier alles erledigt. Und in dem Koffer waren keine, also doch waren Klamotten. Aber
gleich am Anfang schon, oder fast am Anfang, ist es uns ja schon aufgefallen. Warum hat sie, also die Alice, keine Klamotten? Weil es Alice im Wunderland ist. Okay. Come on. Wo ist denn das Ruder? Row, Teddy, row. Ja, wo? Wo ist denn das Ruder? Ist kein Ruder. Water's still cold. It's a fjord, Lissy, and it's almost winter. There'll be snow when we get back to Hanover. Hanover! Das hab schütz. Are we going to be all right, Edward? Wenn du da bist, ja. So. Du musst uns nur immer daran erinnern, dass Betty nicht mehr da ist. Und ab und zu, dass du nicht real bist, das wäre auch nett. Da kommen wir schon klar. Lebe wohl an alle Dinge. Und das war Draugen. Ein bisschen. Segelten sie davon. Wie ihr seht, Red Thread Games, ein eher kleines Studio, die Namen wiederholen sich. Aber es ist auch völlig in Ordnung. Es ist kein AAA-Entwickler, sondern ein Indie-Entwickler. Und das Spiel, das ist... Also mir hat das Spiel sehr, sehr, sehr gut gefallen. Es gibt viele, die in den Steam-Bewertungen schreiben, ja, es ist ja nicht Dreamfall Chapters. Nee, es ist nicht Dreamfall Chapters. Dreamfall Chapters, da haben sie eine Vorlage bekommen und mussten nach der Vorlage die Geschichte schreiben und das Spiel machen. Und das ist ein Spiel, das sie dann aus eigenen Stücken ohne Beschränkungen machen konnten. Es muss nicht jedem gefallen, aber mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Und ja, am Ende heißt es, egal was ihr erlebt, egal was man erlebt, was man sieht, hört, es ist wichtig, wie man diese Sachen interpretiert. Jetzt als ne, krasses Beispiel ist das mit dem Tod von Ruth, aber das kann man auch auf viele andere Erlebnisse im Alltag oder im Leben übertragen. Also ich fand die Story geil. Es hat sich nicht alles aufgelöst. Wer war diese Entity? Ne, also wer die gesprochen hat, haben wir da in den Credits schon gesehen. Aber wer war es? Warum ist die auch da? Und, ja, kommt die nur, wenn so alles im Argen ist, oder ich weiß nicht. Weil dieser gruselige Engel und Alice bilden ja irgendwie ein Team, ne? Die sagen ja auch immer, wir. Willst du uns auch loswerden? Ich sag ja nie, willst du mich loswerden, sondern immer uns. Ja, es wurde mitfinanziert von so einem
Verein, der Indie-Studios in Europa unterstützt. Das finde ich sehr gut. Norwegische Filminstitut. Special thanks. Mal gucken, kennen wir da irgendwie? Nein. Also ich kenne da keinen. Draugen benutzt die Unreal Engine. Unreal? Okay. Aber eigentlich sollte OBS mit Unreal zurechtkommen, außer sie haben jetzt halt so viel an der Unreal Engine dann selbst geändert, dass, ja, vielleicht braucht OBS da ein Update, ich weiß es nicht. Jedenfalls haben wir jetzt die letzten Folgen. Edward und Alice will return. Okay, cool, sehr schön. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, es geht weiter. Edward und Alice will return. Und wir hören Alice noch ein bisschen vor sich hinsummen. Eine schöne Melodie. Und Freunde, an dieser Stelle verabschiede ich mich. Ich danke fürs Zuschauen. Ich danke, dass ihr auf dieser Reise, es war ja eine Reise, auch für uns war es eine Reise, dabei wart. Ja, und wenn ihr eigene Gedanken dazu habt, eigene Erklärungen, dann schreibt sie doch einfach in die Kommentare. Würde mich freuen, wenn es da ein paar Diskussionen gibt. Ich will ja auch nicht, ne? Ich habe leider in meinem Freundeskreis jetzt niemanden, der das Spiel hätte, mit dem ich mich darüber austauschen könnte, was er denn davon hält und so. Aber mich würde es interessieren, ob da irgendwer vielleicht eine ganz andere Sicht der Dinge hat, die ich komplett übersehe oder sowas. An dieser Stelle verabschiede ich mich jedoch. Ich freue mich auf den zweiten Teil. Danke fürs Zuschauen und danke Red Thread Games. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.